Freunde, schöne Grüße aus Tunesien. Wir sind hier auf Djerba, der größten Insel Nordafrikas. Hier wird auf dem Bürgersteig geparkt. Kein Durchkommen hier. Da seht ihr die tunesische Flagge. Riesen Kreisverkehr hier. Das Leben ist hier ein bisschen lockerer als in Europa, alle entspannter. Ich bin nett und freundlich. Djerba ist ja auch eine Wüsteninsel. Hier gibt es nicht viel Grün. Hinten Aquapark zu sehen. Auf Djerba leben übrigens ca. 160.000 Einwohner. Und in ganz Tunesien gibt es insgesamt 12 Millionen Einwohner. Tunesien ist auch das nördlichste Land Afrikas. Und das kleinste Land Nordafrikas. Hier habt ihr überall verteilt kleine Shopping-Center. Hier ist ein Golfresort. Amtssprache in Tunesien ist übrigens Arabisch, aber die meisten Menschen hier können auch Französisch sprechen. Das ist wie die zweite Sprache hier. Das kommt dadurch, dass Tunesien eine ehemalige französische Kolonie war. Und Djerba ist übrigens mit dem Festland verbunden, mit den Römerdamm. Der Name Römerdamm stammt übrigens dadurch, dass die Römer hier auch damals geherrscht haben in Tunesien. Also Tunesien hat eine große Geschichte. Humezouk ist übrigens der Hauptort von Djerba. Und Medoun, das ist der Bezirk hier mit dem Hauptort Medoun, vom Bezirk Medoun. Hier seht ihr Pferde rumlaufen. Hier könnt ihr Pferdekutsche fahren. Jetzt gehen wir mal ins Shopping Center rein. Ihr habt ja zwischendurch immer mal kaputte Gehwege oder Straßen. Das ist normal hier.
Hier Bushaltestelle auf Djerba. Hier gibt es auch keine Fahrzeiten. Wir kommen irgendwann mal. Die Währung in Tunesien ist übrigens Dinar. Und 1 Euro sind ca. 3 Dinar, 1 zu 3 groß. Und das Spezielle an der Währung hier in Tunesien ist, 1000 von dem Kleingeld sind 1 Dinar. Ist ja überall so, dass 100 1 Euro ergibt, 100 Cent oder in einer anderen Währung. Aber jetzt sind es 1000, die 1 Dinar ergeben. Jetzt sind wir auf dem Weg zu unserem Häuschen. Und machen mal eine Roomtour. Das ist unser Haus. Vom ganzen Resort mache ich mal ein separates Video. Heute stelle ich euch bloß unser Zimmer vor. So, hier geht's rein. Hier ist unser Bett. Die Putzfrau und Herzchen. Aus der Decke gemacht. Couch. Fernseher. Hier noch Kühlschrank. Das schon unter dem Bett. Ist auch cool gemacht. Hier ist das Bad. Dusche. Hier geht's raus zum Balkon. Ist ein bisschen windig heute. Hier hinter ist der Strand. Aber mehr gibt's nicht zu sehen, das war unser Room. The next day. Neuer Tag hier auf Djerba und sind hier ein bisschen am Beach spazieren. Übrigens habt ihr eine Stunde Zeitunterschied zu Deutschland. Tunesien hat eine Stunde Rückstand. Heute ist es ein bisschen windig, aber man kann hier Kilometer weit spazieren gehen, immer den Strand entlang. Und dann kommen euch vielleicht mal Kamele oder Pferde entgegen. Mit diesen Eindrücken von Djerba beende ich dir das Video. Peace out und ciao.